Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist das Stichwort des heutigen Tages. Wir spielen The Radio Station von Chillers Art. Fragt mich bitte nicht, warum ich das bislang noch nicht gespielt habe. Das ist ein Horrorgame für 2021 und das einzige, was ich ausgelassen habe. Sef, warum hast du das bislang noch nicht gespielt? Erkläre ich euch mit Freuden, liebe Leute. Ich habe vorher ein Chillers Art Game gespielt, da war ich irgendwie ein bisschen gefrustet und dann habe ich es einfach gekonnt, ignoriert. Das ist die Story. Ich weiß, extrem spannend und ich kann es sehr gut erzählen. Ja. Apropos erzählen, wir schauen uns die Story an. Let's go. Sehr fesselnd. Ich weiß, ich bin ein Experte auf vielen Gebieten. Masaki ga shinda. Masaki ist gestorben. Das fängt sehr lebensbejahend an. Ich frage mich, warum ihr immer noch das Menü seht, anstatt das fucking Spiel. Was ist da los? Da, Masaki ist gestorben. Ihr habt den Beweis, Alter. Spannend, ich weiß. Woran soll er sterben? Er hat zu viel Justin Bieber gehört im lokalen japanischen Radio, vermutlich. Eines Tages habe ich eine Nachricht gefunden, kurz nachdem ich aufgewacht bin. Bring Eier, Butter und Brot mit. Nein, das kann nicht sein. Aber ich habe ihn noch letztens erst getroffen. Der Mann, der glücklich über seinen Radiojob erzählt hat, ist gestorben? Hätte auch Bauarbeiter sein können, Alter. Manchmal ist das Schicksal echt ein mieser Verräter. Ich konnte es nicht glauben. Nachdem er die Radioshow gehostet hat, wurde er tot in der Radiostation gefunden. Die Ursache seines Todes ist nicht ganz klar, Alter. Experten vermuten, dass eventuell diese drei Einschusslöcher in seinem Schädel damit was zu tun haben. Aber wir wollen ja keine Vorurteile hegen. Nicht klar? Was bedeutet das? Die Polizei hat aufgegeben mit der Investigation. Jungs, ist Feierabend. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich konnte die Radioshow eh nicht leiden. Sie klassifizieren das als Suizid. Suizid? Das ist doch Quatsch. An diesem Tag. Da muss irgendetwas in der Show passiert sein. Ich versuchte herauszufinden, was mit meinem... Ach, das ist sein Bruder. Oh. Plot Twist, Alter. Was passiert ist? Versuche ich das, ja? Gut. Mit so einer super Enttäuschung der Polizei gegenüber mache ich mich alleine auf dem Pfad. Was ist das? Letter from the Radio Station. Detective Zeph is on the case. Der Schlüssel zur Radiostation in den Bergen ist in meiner Mailbox. Vielleicht kannst du den gebrauchen. Hashimoto! Woher kenne ich einen Hashimoto, Alter? Aus welcher Serie war denn der? Wo war denn das nochmal her? Warum schickt er mir den Schlüssel zu? Was hat Hashimoto damit zu tun? Was hat er, was ich nicht habe? Eine Taschenlampe. Die ist wasserdicht auf 15 Kilometer, Alter. Damit werden normalerweise Suchoperationen in Minen erfolgreich durchgeführt. Aber gut, Alter, ich nehme die sogenannte Taschenlampe, Alter. Alles klar. Drei Männer sind nötig, um die zu transportieren. Oh mein Gott. Okay. Warte mal, in meiner Mailbox. Nee, das ist ein Stromzähler. Alles klar. Weiß nicht. So. Wo hab ich mir denn hier einen Wohnort ausgesucht? Und warum gehe ich da immer nachts hin? Chat. Dieser kleine Laster. Also an diesem Zeitpunkt in 2021 wissen wir noch nicht, dass da der Trainer drin ist, der Coach von Dings hier, na, ihr wisst schon, von dem aktuellen Spiel. Wir sind das! Und so schließt sich der Kreis, Alter. Get on the car. Ja, warte mal, ich muss hier mal. Ich hab den Schlüssel nicht mit. Warte mal, fahr ich jetzt ohne Key dahin? Oh! Was ist denn hier los, Alter?
V12 ballert über die Streets, Junge! Moment. Alter! Stage 3 Tuning! Das ist die Station. Enter? Ich entere, Alter. Das ist ja schon laut. In Deutschland wäre das keine Zulassung gekriegt, das Ding. Guck mal, perfekt auch eingeparkt. Das ist ein Sleeper. Ich mach dauernd Rennen auf den Autobahnen mit allen möglichen Ferraris, Alter. So, 70er Schönes? Ich hab da noch einen Gutschein. Kann ich die einlösen? Nee? Schade eigentlich. I need the station key! Ich hab den nicht! Ihr habt mich nicht gewarnt! Chat, dafür werdet ihr alle gebannt! Ich dachte halt, die Radio Station wäre in den Bergen, aber nee. Das wird ja auch Sinn machen vom Empfang, oder nicht? Wenn die so oben platziert ist? Ach, was weiß ich eigentlich? Ich meine, du kannst halt ohne Antenne raufschrauben, das wäre so die feine englische Art, aber naja. So. Moment, ist hier irgendwas Schönes? Nee, hier ist nichts. Guckst du Fußball? Nee, ich guck kein Fußball. Ich guck generell nicht sehr viel. Ich kann Seth hören, hey, Jimmy! So. Gott. Also ich muss schon da hoch, ne? Alles klar. Zu dem eingekringelten Häuschen. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir so Mühe, Chat. So Mühe. Ja? Ey, wenn jetzt hier Verkehr wäre. Stellt euch einfach nur vor. Oh, nein, ich muss dahin. Geil, ich liebe den Rückwärtsgang. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals in einem Game mal sagen könnte. So ein random Satz. Aber ich tue es, Alter. Es ist unumstößlich. So, ich bin gleich da. Warte. Der Schlüssel soll meiner sein. Wo denn? Hier denn? Hier? Hier doch, oder? Oh, soll ich da reinfahren? Oder da oben? Oder hier? Oder wo? Oder wann? Owners House. Ah. Ach so, hier wohnt der. Digga, ich habe einen Brief bekommen und check schon wieder den Inhalt nicht. Oh mein Gott. Flashlight? Das ist ja... sehr großartig. Ist ja wirklich wunderbar. Mr. Owner, Sir. Mr. Owner, ich möchte jetzt den Schlüssel haben. Ah, hier. Ah, ja. Cool. Dass der nicht rausgemopst wurde. Das funktioniert auch nur in Japan. Glaubt mal. Alles klar. Ich hab den Key. Ich fahr zur Station. Es passiert bestimmt noch gar nichts. Aber dann, in Nacht 2, fangen plötzlich an, Dinge verrückt zu werden. Traue ich meinen Augen? So fängt es doch immer an. So ist das immer aufgebaut. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich sehe plötzlich Dinge. Plötzlich habe ich dieses merkwürdige Verlangen, Michael Jacksons Beat It zu spielen. Rauf und runter. Und dann höre ich ein leises am Fenster und ich weiß, es ist zu spät. Ich entkomme hier nicht mehr. Digga, wer diese Kurve designt hat. Eingesperrt gehört der. Ich fahr doch richtig, oder? Ich fahr richtig, ja. Zum Glück habe ich hier so ein Papyrus-Navi, Alter. Hochmodern. Jetzt würde ich leider überhaupt nicht klarkommen. The Driving Simulator? Ich dachte auch, das heißt Radio Station. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Vielleicht ist es The Wendekreis. Das Chillers Art Horror Abenteuer. So, Moment, hier. Hier. Yes, enter the station, baby. Ich darf endlich. Das Game hat begonnen. Das passt schon. Das passt schon. Hier kommt nachts keiner mehr durch. Wieso ist jetzt hier offen? Oh, that's why. Sag mal. Oh, Dankeschön. Oh mein Gott, ich sehe gar nichts. Was ist mit dir los hier? Da
Tape-Recorder? Kann ich nicht mal einen Lichtschalter finden oder so? Ne, das brauchen die hier nicht. Radio funktioniert über die Ohren, Sef. Oh, warte mal, hier. Tape. Saving? Oh nein, gleich kommt ein Monster. Masaki's Horror Story. はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。Creepy Pastas for? ラジオネーム、トーコさんからの手紙です。Letter von Toko and... これは、霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったそうですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。Die kann also Dinge sehen, die nicht da sind. 同じ場所に男の人が Ich glaube, Toko hat keine Superpower, sondern ein anderer Klatsch. 他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったと言います。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、彼氏の方の足がなかった。Oh nee, das wird doch so eine Teke-Teke-Geschichte, Alter. 公園で遊んでいるなと思ったら、War das nicht die Frau, ist sie nicht so? Die ohne Beine? その子は声が聞こえることはなかったこともあった。Batsch, batsch, batsch. 違いがなかったので、気にしないようにするようになりました。Oh gut, da gab's auch mal ein Spiel von Chillers Art, stimmt. 小学5年生くらいになった時に、In die Ecke, Teke-Teke, Alter.Verstehe, verstehe, habe ich immer mit der gespielt. Ist gut, komm mal jetzt hier. Warte, das ist ja alles sehr, sehr interessant. Oder hat das was damit zu tun? Ich weiß ja nicht. Vielleicht überspringen jetzt ja leider auch diese Geschichte. こんばんはと声をかけられたそうです。振り返ると中年のおじさん、Mittelalter Mann、家まで送ってあげようか。Bist du allein? Ich könnte nach Hause fahren. 恐怖を覚え、Sie hatte Angst und hat das Angebot abgelehnt. 腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないか。Hat er sie gegrabbed. 恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが、Plötzlich hat der Mann angefangen zu schreien und ist weggerannt.おじさんが見ていた方向を見ると、Sie hatten seine Richtung, in die Richtung geguckt, wo er hingestarrt hat. 幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか? Der Geist hat auf sie aufgepasst? Eins von sieben. My brother's voice? Nach einer Stunde, Alter! Es gibt sechs mehr von diesen Tapes. Ja, ja, und wenn ich alle sieben hab, dann erscheint Shenlong, Alter. Ich muss sie alle finden. Wieso? Warum? Ich kann's auch lassen. Gut, ich muss die alle finden, Chat. Okay, alles klar. Erzählt er immer wieder eine Horrorstory? I mean... Sind hier Tapes? I don't know. Sind die hier jetzt versteckt? Was ist das?Wait, was haben wir hier? Vending Machine Ticket? Moment mal. Ne, ich brauche schon meine Taschenlampe, danke. Alter, dieses Item-Menü ist fürchterlich. Zum Glück haben sie das jetzt geändert. Die Leiter, die brauchen wir irgendwann mal noch. Merken wir uns mal, wo wir die gesehen haben. Warum ist hier der PC an? Digga, und warum finden hier mächtige Gelage statt, zu denen ich nicht eingeladen bin? Was ist denn los mit denen? Hallo?Mein Bruder feiert ja die extremsten Feste und ich bin zu Hause mit meinem Wendekreis mobil, Alter. Und versuche mich über Wasser zu halten. Finde ich ungerecht. Vending Machine Ticket. Ein Ticket vor allem. Ich sag doch, ich hab doch noch einen Gutschein. Wie kann ich denn das einlösen? Entschuldigen Sie, Suntory Chief.Bitte Hilfe! Zu Hilfe! Hä?
Chat, wie kann ich das tun? What the f... Was habe ich denn da jetzt? 10 Yen? Wie jetzt? Reicht das? Kann ich die da reinmachen? Hallo, ich möchte jetzt was trinken, Alter. Und niemand, ich möchte so dringend was trinken. Niemand will mich so nicht aufhalten hier. Was ist denn mit euch? Warum darf ich nichts Schönes haben? Ich habe 10 Yen, Vending Machine Ticket und einen Traum, Alter. Ich bitte euch. Santori Chiefs sind komplett sinnlos. Ich hasse sie. Ich hasse sie, Santori Chief. Nichts können sie. Nehmen sie es nicht persönlich, Alter. Ich kann auch nicht so viel. Oh, geil. Der Hintereingang. Hm. Ja, was denn aber... Was denn dann für eine Vending Machine? Ich dachte halt die. Ich wusste halt nicht... Ich weiß halt nicht, welche sonst. Es hat halt irgendwie sehr wenig... So... Sense of Direction. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich tue. An den PC komme ich noch nicht. Da kommen wir aber bestimmt nachher noch ran. Ich muss erstmal gucken... Hier ist auch nur ein Kühlschrank, der wohnt hier. Der hat sein eigenes WG-Zimmer. Digga, ich höre Sachen. Also. Irgendwas knistert, irgendwas tickt. Hört ihr das auch? Was ist das? Ist da irgendwie eine Uhr oder so? Ich weiß nicht. Deine Lampe ist der größte Albtraum meines jeden Killer-Mains in DVD. Oh, Alter. Einfach 30 Sekunden Blindness, Junge. Ist dein Hodenkobold? Verstehe. Ja, können wir jetzt das Vending Machine Ticket hier einlösen? Oh, warum auch? Das ist voll der große Schein. Oder eine andere Vending Machine, weil ich weiß von keiner. Sollen wir irgendwie wegfahren? Weiß das jemand? Hat das schon mal jemand geguckt? Lief die Area? Lief, warte mal. Müssen wir mal gucken. Das sieht aus wie ein Arztschein. True Story. Ach, da ist die Vending Machine. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab eine Karte, wo ein Getränkeautomat aufgezeichnet ist. Warum stellst du denn da vorne eine hin? Das verwirrt die Leute. Ich mag nicht verwirrt sein gerne. Hä? Was ist denn das für ein Design? Entschuldigung, ich bin nicht anspruchsvoll, aber das ist doch Quatsch. Das ist doch das... Also ich bin ja schockiert hier. Das ist zum Verwirren da. Der steht eine halbe Stunde vor. Stopp den Zeit. Der ist schon ganz verknorkelt und verschwitzt, Alter. Der wird nirgendwo mehr akzeptiert. Den desinfizieren sie, bevor sie den annehmen das nächste Mal. Darf ich jetzt bitte wissen, wo ich lang fahre? Dankeschön. Ich bin auch irgendwie nur 1,20 groß. Vending Machine Ticket. Warte mal. Ich habe einen Gutschein für einen Getränkeautomat am anderen Ende der Stadt. Der wird eingelöst, Alter. 13.000 Yen Sprit verballere ich bis dahin. Aber ich habe einen Gutschein. Werde ihn benutzen. So. This is the Vending Machine Area. Hier wohnen die, Alter. Wir gehen Vending Machines zum Sterben hin. Alles klar. So. Wendy! Wo bist du? Die wohnen hier. Wirklich, Alter. Familie Vending. Oh mein Gott, why? Alter, das Schokoriegel im Real. Das ist ein Glücksrad. Oh nee, da gibt's bestimmt einen Riegel, den jeder hasst. Den keiner will, aber der kommt öfters. Ach, das ist Eis. Das sind keine Riegel. Oh. Oh, warte mal. Ich habe jetzt ein Ticket. So. Wo kann ich das einlösen? Hier. Darf ich sehen, was es ist? Gibt's in dem Spiel... Ach, hier ist eine kleine Taschenlampe. Ah, cool. UV-Funktion. Sieht bestimmt öfters mal rum. So, Moment mal. Nee, die hilft. Wait, was ist das? Public Cell Phone. K-
Kann ich da meine 10 Yen reinmachen? Du schaust niemals nach oben, oder? Nein, wieso? Die haben die Vending Machine dahin gemacht, damit ich versuche, wie ein Vollidiot das Ticket einzulösen, damit ich die 10 Yen da unten finde, damit ich hier in dieser Telefonzelle mir sagen lasse, dass ich nach oben gucken soll, wo ein Tape ist. Dicker! Dicker! Also, die machen sich über mich lustig. Darf ich den nochmal anrufen? Mit wem habe ich denn da eigentlich gesprochen jetzt? Och Mann. Okay, ich habe jetzt so eine UV-Lampe. Wofür ist die denn? Zeigt sie mir hier irgendwas an? Ich fahre jetzt in der Weltgeschichte rum und das nachts. Und sammle die Tapes von meinem verstorbenen Bruder? Oh, warte mal, hier. Wait, what? Also, das sind Tapes, oder? Was? 9. Ach so, hier kann ich... Oh mein Gott, warte mal. 2, 1, 4, 3. Oder was ist das jetzt für eine Reihenfolge? 2, 1, 4, 3. Ist das jetzt richtig? Also das ist auf jeden Fall ein Code. Aber wie löst man den denn ein? 2, 1, 4, 3. 1, 3, 2, 4? Nee, ne? Warte mal. Kann ich hier das Ticket einlösen? Irgendwo? Nee, ne? 1, 2, 3, 4. Komplett dumm. Auf 1, 2, 3, 4, pass auf. Nee, ist falsch, Alter, weil er nämlich gar keine Ahnung hat. Du musst die Tasten drücken in der Reihenfolge. Ach, das symbolisiert die Tasten. Ah, ich verstehe. Also, 4, 2, richtig? 7 und die 6. Das Patent ABC und die 6. Nice! Tape numero 3. Cool. Gespeichert. Und was mache ich jetzt? Was ist jetzt? Darf ich das? Darf ich ein Eis? Ein Glückseis? Ne? Oh. Ach, dann leck mich doch. Ich sehe nichts. Gibt's irgendein. Kriege ich bitte irgendeinen Action-Key hier für meine Taschenlampe? Das riecht mich auf. So, Moment. Wir fahren jetzt über den See, Was gibt's denn hier noch? Da oben ist noch ein Haus? Entschuldigung? Ich bin Fahranfänger. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Spinnen, Alter. Mir hier die Motorhaube zu verkratzen. Egoistenschwein. Soll ich das auf die Ladefläche legen? Habe ich noch was zum Abendessen? Pass auf, da kommt gleich die Autobahnpolizei. Nein, der explodiert ja alles und ist wenigstens was hell erleuchtet. Ich sehe da viele Vorteile drin. Radio testing. Alter, come on! Fahr! Ey, dieses Fahren ist so scheiße, wirklich. Das ist so komplett räudig. Warum ist das so dieser Main-Fokus von dem Game? The Radio Station. Alles klar. Alles klar. So, wir reden uns nicht auf. Wir haben noch zwei Tapes schnabuliert, Alter.
es könnte uns schlimmer gehen. Unser Bruder könnte hier sterben. Ach nee. Das war die Familie von dem Wildschwein gerade. Die sind nach Rache. Horror Stories! Wir haben noch einen Brief von Togo. Oh, dieselbe Person! Die ist einfach nur like geil, Alter. Die will nur Reichweite. Mein Cousin war depressiv. Was ist denn mit der Familie los? Die Familie wurde krank. Ja, eben. Was ist denn da? Okay, die konnte nicht zur Schule gehen. Sah nur in den Himmel und hatte nur eine Hoffnung. Ihre beste Freundin. Eine Freundin in der Schule, sie standen sich sehr, sehr nah. Und diese Freundin machte sich Sorgen. Kümmerte sich ein bisschen um sie. Ja, ist klar. Ja. Okay, die ist manchmal da geblieben, also hat manchmal übernachtet. Eines Tages hat sich meine Cousine schon auf ihre Freundin gefreut. Okay, 30 Minuten zu spät. Vielleicht. Okay, also sie hat sich eingeredet, das ist schon alles okay sein, vielleicht ging ihre, keine Ahnung, ihr Kurs nur länger oder sowas. Sie hörte Krankenwagen in der Ferne. Und dann gab es einen Anruf. Die hatte einen Autounfall. Ihre beste Freundin war weg. Sie war gestorben. Sie dachte, es gibt keinen Sinn im Leben. Oh, Digga, warum sind diese ganzen Spiele so voll mit Suizid, Er versucht sich umzubringen. Gesicht von einem Mädchen ist vor ihr erschienen. Das von ihrer besten Freundin. Ach, Digga, komm, hier bei ihrem Disney-Movie. Sie war überrascht und überwältigt. Sie hat geweint. Und dann wollte sie sich nicht mehr umbringen, okay? Also es geht doch eigentlich um Geister, die auf Leute aufpassen, bislang nur, oder? Ich habe noch ein Tape. Sorry, ich dachte, das Spiel wäre ein bisschen anders, aber wie viele Admins sind hier? Admin einfach. Großadmiral heißt das. Lucario, dankeschön für deinen Sub. Und deine Bits. Funtime, dankeschön für deinen Sub. Und ja, ich glaube, wir haben alle. Dankeschön, Leute. Let's go. Der japanische Phone Guy Simulator. Sehr geil. Horror Stories mit Masaki! Yimmy! Meine favorite Horror Story Show! Ah, yes! Wir sind zurück zu unserem großen Vergnügen. Ich stehe gerne rum bei diesem fucking Epilepsie-Licht, Alter, und lausche deiner Worte. Oh, ein Brief von Toko! Ganz was Neues. Schon wieder die Person. Ey, Bandi! Bandi aus deinen Story. Der schreibt die doch selber! Okay, wie ist der Geist dieses Mal? Ach, Digga, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen. Finden wir noch was mit der UV-Flashlight? Weil das suche ich jetzt nämlich mal, während ihr diesem Gequatsche gerne lauschen könnt. Verpasse ich irgendwas, wenn ich das nicht höre? Also wenn ich das nicht aufmerksam höre?
見たことのある看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師と違います。Okay, ich glaube, ich その看護師は家族がいる部屋の方から来たので、何気なく家族に、また新しい看護師入ったの？と尋ねると、いや知らないよと言われました。自分の勘違いだったのだろうか。Der kann das vor allem sehr gut atmosphärisch rüberbringen. 違う部屋から来た。Oh, Front. 記憶をたどり出てきた。Das Problem ist, wenn das vorbei ist, wo fahre ich denn dann hin? Also wo gibt's die anderen Tapes? Der Typ muss auch irgendwie seine Miete bezahlen. True. Aber nicht auf Kosten unserer Geduld oder was? Wo ist der Horror in dem Game? Es wird noch schlimmer. Gerade sind schon Kisten aus dem Regal geflogen. Es wird übel. Der erzählt den Leuten echt was vom Pferd, ne? Die glauben nachher, alle Geister sind lieb. Und dann... Ey, wenn da jetzt irgendwas drinne wäre, so... Zum Gesicht kurz. Ich verlange ja nicht viel. Aber das hätte meine Stimmung schon ein bisschen gehoben, muss ich sagen. Die oder die Stimme. Ich mag die Spiele von Schillers, ich eigentlich auch, aber... Wir müssen noch 4 Tapes hören, Leute. Und ich weiß nicht, ob ich mich da so sehr drauf freue. Ja, die sind schon sehr lange, die, Spiel, die Tapes, das stimmt. Weil es ist halt auch wirklich nichts zu tun hier. Das ist ein bisschen schade. Wer macht denn immer die Türen zu? Der Hausmeister geistert hier noch rum. Der wohnt hier in dem Spind. Das ist einer von einer ganz schlanken Sorte. Ich glaube, wir müssen warten, bis was passiert. Oh. Es zirscht. B2 のボタンが押されていました。後から知ったのですが、地下2階は霊安室でした。Der Horror, Leute. あの看護師はおばさんを連れて行くつもりだったのでしょう。Und kein Hinweis?Egal, ich zock da gleich fucking Pinball, Alter. Auf dem Windows 95 hier. Hä? Ist hier irgendwas bei den runtergefallenen Sachen? Wo standen die denn? Hier. Das Regal einfach komplett abgeräumt. Aber gründlich zumindest. Was haben wir denn noch abzufahren? In welcher Location waren wir noch nicht? Wir gucken mal.Da oben kann das vielleicht das Krankenhaus sein. Wir gucken da mal hin. Ich schätze einfach mal, wir müssen da nachschauen. Das wäre die Story, die ich mir hätte anhören müssen. Nicht die davor. Ich bin so ein Versager. Oder was ist denn das da mit dem, so eine Mülltonne? Oder was steht da?Einfach in Stanleys Office? Ja, aber... So ein bisschen so Budget-Version. Ey, wenn Stanley Parable, ne, so ein paar mehr so Horror-Elemente hatte... Ich weiß, das ist nicht das Ziel. Aber vielleicht in einem bestimmten Areal und bestimmten Voraussetzungen, dass es dann auf einmal sehr, sehr unheimlich wird. Wenn das Spiel das gemacht hätte... Oh boy. Müssen wir hier hoch?Boah, ey, ich hasse das, hier so festzustecken.
Deine Fahrkünste sind gruseliger als das Game? Ey, versuch das mal, das ist nicht leicht. Das ist super, super hakelig. So, was ist hier jetzt? Ach, Warenhaus! Das ist aber ein schönes Krankenhaus, muss ich sagen. Also, wir verkaufen Doritos, aber wenn sie eine Erkältung haben, dann haben wir auch eine Liege für sie. Ist gut. Das Warenhaus. Sag jetzt nicht, ich habe keinen Schlüssel. Dann raste ich aus. Ich raste einfach aus. Ich mach's einfach kaputt. Ich zerstör's. Ich wüte, Alter. Ich bin der wütendste Japaner ever. Ah. Aha. Was zum... Wait, what? What? Was ist das denn? Wait, das ist ein Rätsel. Wir brauchen unseren messerscharfen Verstand. Und unsere UV-Lampe vielleicht. Moment mal. Wir können dies lösen. Gib mir die. Da! Ich sag's euch. Wo jetzt rein? Warte mal. Ich muss, glaube ich, erst alle zumachen. Ah, hier? War schon richtig? Siehst du, instinktiv. Instinktiv habe ich es schon fast gelöst. So. Ist ein bisschen gruselig, ne? Oh, jetzt ist offen. Digga. Ich hau ihnen so sehr mein Vending Machine Ticket um die Ohren, sie wissen gar nicht. Ist niemand. Ich habe Schwierigkeiten, mich räumlich zu orientieren. Voice Recorder? Hallo? Leg doch die Taschenlampe nicht weg. Was ist denn mit dir? Ich hab irgendwie Angst vor dem Haus. Okay. Voice Recorder. Wait. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aber es ist auf jeden Fall ein Key-Item. Stanley Parable hätte nicht unbedingt Horror-Elemente gebraucht. Dieses komplette Alleinsein hat mich ziemlich die ganze Zeit bedrückt. Ja, wie gesagt, ich verstehe ja, dass das nicht der Fokus war. Und das ist ja auch die Atmosphäre, die eigentlich entstehen sollte. Aber nicht auf eine negative Art und Weise unbedingt, sondern auf eine, in der du dir Fragen stellst über das Sein und über Spiele an sich. So. Und natürlich hätte man das auch gut in irgendeine Richtung lenken können. Ich meine nur, es wäre eine Idee gewesen, dass du vielleicht eine Sequenz aktivierst, wo ein Durchgang so ein bisschen sehr, sehr spooky wird. Das wäre eine coole Sache gewesen, so. Und der Entwickler, also der Sprecher, der reagiert drauf, dein Charakter reagiert drauf. Aber ja, brauchen tut's nicht. Ich meine nur, es wäre sehr interessant gewesen. So. Hier ist ein Crash. Trash Area. Oh. What? Ich habe gerade Motorengeräusche gehört. Hier ist jemand gecrashed? Hier ist ein Tape. Richtig? Sieht immer aus wie so ein Notizblock. Warum legt der denn immer die Taschenlampe weg? Junge, das regt mich auf. Padlock. Ich benötige einen Schlüssel. Da ist bestimmt ein Tape drin. Ja, was sonst halt, ne? Keine Ahnung. Okay, Padlock. Wir haben... Oh, wait. Rats seem hungry. Ah, muss ich vielleicht was aus der Vending Machine holen? Das Problem ist aber, ich konnte noch nicht. Ist das jetzt erst freigeschaltet? Nee, warte mal. Das könnte sein. Ich finde das zwar designtechnisch extrem doof. Okay, wenn ich dem was zu essen gebe, dann komme ich da ran.
Die ist doch schon tot, Alter. Die ist schon verhungert. Ich komme schon ein bisschen zu spät. Das tut mir leid. Ach, da ist ein Key. Ja, das ist jetzt blöd, Leute. Wenn das der Schlüssel ist für das Schloss, dann haben wir ein Problem. So, Moment mal. Wir haben doch hier noch eine Location. Nein, 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 nein. Ich will... Gib mir einfach irgendwie ein bisschen eine Wendemöglichkeit. Dankeschön, das ging. Das ging, das ging, das ging. Ich habe mich für umsonst aufgeregt. So, mal gucken, was wir mit den ganzen Items machen. So. Erstmal fahren wir hier hoch, weil dann haben wir alle Locations abgeklappert. Glaube ich. Was ist hier los? Sorry, ich kann da... Oh, Alter. Das Fahren ist wirklich übel ätzend, ey. Hier ist irgend so eine Hütte. Ich kann hier aber nicht aussteigen. Oder ist das hier? Ist hier irgendwas? Owners. Ach so, hier war der Owners Haus. Stimmt. Da müssen wir nicht mehr hin, oder? Ich guck mal da trotzdem nochmal nach. GTA 3. GTA-Feeling, ja. Nur um sicherzustellen, dass ich nichts übersehen habe. Kein Item, kein gar nichts. Aber es ist wahrscheinlich wirklich so, dass wir hier nur einen Key kriegen. Sehr schade. Es gibt vielleicht bald eine VR-Version von Stanleys Game. Ja, aber das hat ja keinen Anreiz. Also, warum sollte das Game cooler sein in VR? Das ist ja überhaupt nicht... Also, was Visuelles ist ja nicht der Dreh- und Angelpunkt. Also, zumindest nicht für mich. Ich guck mal. Ich müsste wahrscheinlich wieder zu den Vending Machines. Ich geh mal da schauen. Das Suicide Ending? Ja, wenn du runterfällst. Ja, aber come on, Chat. Also, was versprecht ihr euch denn davon? Fällt's halt runter. Ihr wisst halt auch gar nicht, wie... Also, habt ihr schon mal eine VR-Brille aufgehabt und wisst, wie das ist, wenn du dich fortbewegst? Also, wenn du gehst und du gehst auch im Spiel? Weil wenn das Spiel so aufgebaut ist, dann hat es, dann wird es auf jeden Fall kein Erfolg, weil 90% aller Leuten wird da schlecht bei. Weil dein Körper, also dein Gehirn sagt dir, du gehst nach vorne und dein Gleichgewichtssinn sagt dir, du bleibst stehen. Und das kriegt es nicht auf die Reihe. Weißt du, wie lange das Game noch geht? 7 Tapes. Also, wir haben jetzt 4. Wir haben nur das eine noch nicht angehört. So, Vending Machine Ticket. Kann man jetzt hier irgendwie was machen? Ah, yes, wir können! Ey, ich schwör, ich hab's probiert und es ging nicht. Ich hab hier überall probiert. Sind das Katzenzwiebacks? Was habe ich mir da gezogen? Oh mein Gott. Okay, und wieder zurück und wir geben das den Ratten. Leave. Streamst du heute ein bisschen länger? Ne, ich stream ein bisschen kürzer. Weil Lena ist gerade noch zu Hause und ist ein bisschen krank und ich würde gerne mit ihr ein bisschen Zeit verbringen. Aber ich spiele das Game hier auf jeden Fall durch. So lange, wie es halt dauert. So, Moment. Wo müssten wir jetzt hin? Da hoch zur Trash-Area. Nee, da. Ja, da vorne hin. Hier einfach geradezu durch. Yes. Machst du nach dem Game noch ein anderes? Was habe ich denn gerade gesagt vor 2 Sekunden? Sounds like a you problem? Ey, ich habe damit kein Problem. Die Trash-Area, Leute. Hier geht Müll zum Sterben hin. Dieser Motorensound beim Laden. Verstehe ich nicht. They seem hungry. Das sounded like a you problem, Alter. Hier, bitte. Oh, natürlich. Da ist ein Tape gespawnt. Für das Katzenzwieback. Warum ist da ein Tape jetzt? Das ist dumm.
Ich hab's nicht mal ausgepackt. Was? Kann ich dir nicht irgendwie einen Dropkick verpassen oder so? There's a hole. There's a hole. That's what he said. There's a hole. Wir brauchen etwas Langes, Leute. Wir brauchen einen Voice Recorder. Wir brauchen eine UV-Flashlight. Wir müssen... Wo finden wir Dinge? Wo finden wir jetzt auf die Schnelle was Langes? Als ob ich hier nicht irgend so einen Stock abbrechen könnte oder so. Ich verstehe. Warte doch mal. Ich verstehe es nicht. Ey, wir müssen hier nochmal hin. Das ist so sad. Flashlight. Liegt hier irgendwo was? Da ist ein Loch. Ja, cool. Komme ich mit meinem kurzen Arm nicht ran. Schade. Ja, schade. Okay, gut. Das ist wahrscheinlich wirklich der Schlüssel dafür. Ich muss den nur rausfischen von der Seite. Dann komme ich da von vorne richtig rein und kann dann irgendwie was... Krieg dann irgendwie was. Vermutlich ein Tape. Ich bin schon sehr aufgeregt darauf. Spielst du irgendwann mal wieder Project Playtime? Keine Ahnung. Wenn es kein Major Update gibt, wahrscheinlich nicht, nö. Ich glaube, das Frustrierendste waren nicht die Bugs. Was ist denn jetzt mit dem Fahrsound? Hallo? Oh mein Gott! Ups. Oh, Digga. Okay, ist gut, ich verstehe es. Ein Horror-Game. Chill. Random Anhalter. Da gibst du mir aber 10 Yen für die Vending Machines, Alter. Ich baue noch einen Katzenzwieback eventuell. Und ich baue was Langes. Haben sie zufälligerweise was Langes? Ja, ich finde immer mal random Löcher in der Trash-Area. Das kannst du doch keinem erzählen, Alter. Der Horror ist da. Der Horror ist auf meiner Ladefläche, Alter. Nee, Mensch. Frag mich nicht. Hier war doch so ein kleines... Hier war doch hier, genau. Ah! Langes? Lange Sachen? Ich hab die Bürostühle bei einer mächtigen Orgie gestört. I'm sorry. Normalerweise kriege ich doch hier eine Item-Anzeige, oder? Wenn hier irgendwas ist. Hier ist gar nichts. Das glaube ich dir nicht. Why? Aber das wäre so ein schönes Versteck. Jetzt habe ich nur noch Tapes. Jetzt habe ich nichts Schönes. Oh. Sad. Okay, bin wieder da. Johnny, du kannst mit den Effekten wieder anfangen. Ich bin jetzt da. Johnny, wir brauchen den Horror. Es ist Masakis Horror-Story-Zeit, meine Lieblings-Horror-Story-Zeit. Verstehe gar nicht, warum das nicht lief. Letter vom Toko. Ach, Digga, ich... Diese Person ist vertraut. Was labert... Ach, hier war das Zeug, was runtergefallen ist. Okay, ich werde jetzt sagen, wer hat hier aufgeräumt. Ich hab schon wieder den Hausmeister im Verdacht. Es schickt einfach keiner mehr was anderes ein. Lädt euch zurück und genießt 15 Minuten japanische Horror-Stories. Yay! Meine favorite Horror Stories. Er redet immer noch davon, dass das Toko ist. Oh mein Gott! Warte mal, der Schreibstil ist anders.
兄弟の担当医が部屋の前に立っていた。Okay.Sagt zwar Toku, aber es sieht so aus, hätte das doch jemand anders geschrieben. Irgendwie gibt es da ein kleines Problem. Meine Ma hat gefragt, ob ich irre bin und warst du ehrlich? Okay, Frau, Bruder hat nicht lange Zeit mehr, ein paar Monate.それからは時間があるときは少しでも病院に行くようにした。そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、3 Monate seit ich mit dem Doktor gesprochen habe, ja, was da passiert? Dann war der Bruder so voll am Rumsterben und dann kam Geist und hat gesagt, nee, wir lieben dich doch. Stirb bitte nicht hier, 20 Chicken Nuggets. Und der Junge ist heute glücklicher als je zuvor und hat überlebt. 違うよ。そう言うと泣きそうになったため、男の子のお母さんを探すことにした。すぐにお母さんが、みつ？また変なところがカタカナですね。みがカタカナでした。すいません。続けます。お母さんが、みつかり、男の子を探した。去ろうとする私を見て、男の子のお母さんが、疲れているみたいだけど、大丈夫ですか？と、声をかけてきた。Okay. 家が近いから休んでいってくださいと。Is the time okay? 自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに。Nur eine Stunde, bis die Besuchszeit vorbei ist. 言葉に甘えて、家に。Ja, die chillt da mit der Mutti von dem Jungen da, Bruder. お茶とケーキを出してもらい、久しぶりにほっと息をついて。Okay, die haben noch irgendwie eine gute Zeit verbracht. 30 Minuten vom hier zum Krankenhaus. Ach so, die ist in dem Haus, ja.Okay, die ist nicht da, aber im Krankenhaus. Hatto, Tokei wo mita toki ni wa, Menkai jikan made, ato 1 jikan toyu jikan ni natte ita. Hon no sukoshi ita tsumori ga, sonna ni jikan. Ich drehte mich um, aber da war kein Haus. Koko kara byouin made. Aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Oh, klar, ja, ich hatte mich sofort einliefern lassen, aber davon mal ganz unabhängig. Was weiß ich schon. So omoi furikaeru to soko ni ie wa nakatta. Der Junge, der wie mein Bruder aussah. Ach so, verstehe.Er sah nur aus wie ihr Bruder. 急いで病院に向かっていると携帯電話が音を立てた。ポケットで小さくなった音に私は気づかなかった。Es war zu spät. 病院に着くとドアの前に兄弟が小さな男の子が立っていた。不思議に思って近づくと男の子が。Warum? Irgendetwas kommt. そんな風に言ったような気がした。慌てて病院に入ったが。もう手遅れだった。Min Kam Min war in capital letters. 私は兄弟の名を叫び、大声で泣いた。どうして？ Warte mal, T.O. war auch in capital letters. Also, Doktor, warte mal, To Min? Ich weiß nicht, was das heißen soll. Coming inside me? Ah ja, Digga, das ist jetzt aber auch ein Plot Twist. Ich habe mich immer auf meinem Bett gesehen. Ah, Junge. Im Kühlschrank nichts Neues.Im Westen auch nicht. Gerade eigentlich. Das war's jetzt wirklich? Oh Mann. Tape Recorder. Ach nee, warte mal. Tape. Ich höre Dinge. Ich höre der Horror. Kann ich bitte meine Taschenlampe? Irgendwas klopft.嬉しいばかりです。ありがとうございます。ということで、今回も読んでいきます。Habe ich jetzt den Jumpscare verpasst, indem ich rausgekommen bin? 今回も同じ。Nein! ラジオネーム、トーコさんからです。Bitte sag erst noch da! Ich hätte drinnen gucken sollen! いつもみたいに、誰の。Ja, woher weiß ich das denn? 今回書いてます。Nein! Gib den zurück! 読みますね。Nein! Die haben den geklaut, Chat! Oh, ich war einfach zu doof, den zu aktivieren. Das gibt's doch nicht. Wieso verschließt du denn nicht kurz mal die Tür, damit man das auch sieht, was du hier reinprogrammierst? Ach komm schon. Das ist ja eine Enttäuschung. Die Außenwände vom Haus sind mein persönlicher Jumpscare. Tape Recorder.
Ich höre Sachen. Tape Recorder sind mein persönliches Horrorerlebnis. Warte mal. Alter. Ich höre hier aber auch Sounds. S in Capital Letter. Er weist immer darauf hin, dass bestimmte Sachen groß geschrieben sind. Ich weiß nicht, ob man daraus irgendwie ein Lösungswort sich zusammenreimen muss, aber das hätte ich jetzt natürlich irgendwie aufschreiben müssen von vornherein oder so, keine Ahnung. Oder kommt der jetzt drauf? Moment. Sorry, war ich? Frechdachs. Tommy Noss ist alles, was wir haben. Da war gerade noch ein H. Ey, danke, Lunalu. Domi, danke schön für 10 Euro, by the way. Mitsuki, danke schön für deine Subs. Krümel dir auch. Ode, danke schön dir auch, Mann. Lunatic. Achso, er hat es gerade gesagt. Sorry. Trotzdem danke fürs Aufpassen, weil das hätte ich auch nie mitbekommen. Er setzt es selber zusammen, ja. Zwei L's. Ah, Kurushimi, desu ne. Kurushimi mo, Kanashimi mo, subete wasurete. Ja, ob sie irgendwie einen Fluch hat oder so. Wenn das jetzt die gleiche Person wieder geschrieben hat, diese Toko. Weil irgendwie. Hast du meinen Brief gelesen? Ich weiß nicht, ob das irgendein Lösungswort oder Satz ergibt. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich den Brief finde, werde ich den beim nächsten Mal lesen. What the fuck? Junge, beim nächsten Mal, oh Mann. Ey, du weißt doch, ob du einen Brief hast oder nicht. Leute, das Ding ist, ich brauche irgendwie was Langes. Und ich muss wissen, was ich mit diesem Voice Recorder mache. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun soll. Das wäre der Scare gewesen. Das Don't ist er, den habe ich verpasst. Oh Mann, Alter. Was denn mit dem Chat? Bei dem Gebäude, was aussieht wie Stanley Office. Wie Stanley Office? Was für Stanley Office? Verstehe ich nicht. Verstehe den Zusammenhang nicht. Stanley Parable oder wie das heißt. Och Leute, sag doch hier oben im Warenhaus, bei dem, wo wir den Schlüssel her haben, Vending Area, Radio Station oder bei mir zu Hause. Oder meint ihr in der Radio Station? Weil nur da sind quasi Computer und so. Ja? Digga, sagt doch in der Radio Station. Was ist mit euch? Oh mein Gott, das Office, was so aussieht wie Stanleys Office. Oh mein Gott, Alter. Fourth Wall Break. Was ist denn los mit euch? Oh mein Gott. In dem einen Raum, der so aussieht wie das Zuhause von Winnie Pooh, Alter. Digga. Da, wo Stanley arbeitet. Genau da? Ihr verarscht mich. Ich weiß, das ist ein ganz großer Troll, Alter. Das ist keine Schnur. Ich spiele nie wieder was für euch. Nie wieder spiele ich was. Ich verbiete FNAF.
Ich verbiete den scheiß FNAF-Film. Keiner von euch wird den jemals sehen, Alter. Niemand. Niemand wird den sehen. Aber der Raum ist so distinktiv, dass hier irgendwas noch passieren muss. Irgendwas wird da noch passieren. Aber es wird auf jeden Fall nichts mit Schnüren zu tun haben. Exit radio station and across parking lot is a building. Go inside, smash the screen of the bottom left. What? Wait! Hier ist auch noch was. Moment. Radio station? Irgendwas mit Screen. What? Das ist nicht dein Scheiß Ernst! Wie soll denn das jemand finden? Ach, Digga, komm! Jumpscare mich! Ich hau dir in die Schnauze! Was ist das denn für ein Abfuck? Das ist doch komplett dämlich! Da war null Hinweis. Sorry, aber das könnt ihr mir nicht vorwerfen. Boah, Junge! Da klicke ich doch nicht! Unten, in dem hinterletzten Ding! Da könnte ich auch hier random den Escape-Button drücken oder so. Da wäre der Müll besser gewesen. True. Alles klar, aber ey, wir haben es jetzt. Oh mein Gott. Tommy, danke schön für 10 Euro nochmal. Luga King, Mr. Waschbär, danke schön für eure Subs. Holy shit. Wir haben doch gesagt, da. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Dieses Mal ist es eine Story von Toko. Das Game will mich komplett verarschen, Alter. Aha! What? The tape ends abruptly. What happens after that? I was about to read your letter. It should be between some documents. I have to find it. Hier? Ach, Digga. There's a sticky note on the paper. Read this out loud and you'll know why your brother died. Und mit dieser Info, Leute, sehen wir uns im nächsten Stream. Dankeschön auf jeden Fall für eure Subs. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Spaß, ich muss nur mal kurz pipi. Uga, uga. So, ich werde das jetzt lesen und dann werde ich wissen, warum mein Bruder leider verstorben ist, Alter. Höchstwahrscheinlich nicht, weil er so eine schlechte Horrorshow im Radio gemacht hat. Wie, jetzt lese ich das, oder? Oder Feierabend, Jungs. Read the letter. Little brother burns hot. Digga, das ist viel zu schnell, Alter! Ja, Gedichte zu übersetzen sind immer so. Das funktioniert nicht. Cool. Wait, meine Flashlight. Nee, nicht die andere, die dicke. Dankeschön. Oh nein, ich ertrinke. Little brother burns hot, Alter.
6 von 7, Chat. Ich muss auf den nächsten Trigger warten. Der Trigger. Hi. Na, sind alle, die du liebst, leider verstorben? Wir können drüber reden. Du musst deswegen nicht hinten meine Ladefläche zerkratzen. Oh. Der Voice Recorder. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Die Batterien gehen leer, oder was? Möchtest du nicht aus dem Fenster springen? Realismus ist hier nicht erwünscht. Ich sehe überhaupt nichts. Digga, es ist schwarz! Ich sehe nichts! Das war der Jumpscare? Was? Digga, das Game war wirklich scheiße. Oh mein Gott. Da habe ich ja nichts verpasst, dass ich das nicht, als es rauskam, gespielt habe. Oh mein Gott, das war lazy, Alter. Mit diesen Tapes und so? Da war ja jetzt auch nicht sehr viel Gameplay. Die Rätsel bestanden aus finde Item A, geh zu Punkt B und das alles halt gestreckt durch die Distanz und diese komplett broken Fahrmechanik. Irgendwie so eine Geisterfolklore, die übersetzt nicht wirklich Sinn macht. Ripplemau! Und dann sie und dann Wasser und dann Black Screen und dann bäh und dann Ending 3. Und was ist das jetzt? Der hat das gelesen und deswegen stirbt der. Das ist die Story. Der hat diesen Brief gelesen und dann wurde er heimgesucht. Und ich jetzt quasi auch. Und das andere Ending ist bestimmt, wenn man nicht aufnimmt. Also wenn man diesen Voice Recorder nicht findet. Ich sag's so, lesen ist überbewertet, Leute. Lernt nicht lesen, Alter. Bleibt doof. Geht nicht in die Schule. Zockt lieber mehr. Spiele ohne Buchstaben zocken. Bitte. Zum Beispiel FNAF. Da gibt's nur einen Phone Guy, den müsst ihr nur kurz zuhören und der Rest ist A und D und ein paar Mausklicks. Kann ich nur empfehlen. Ich spiele dem Lied eine Melodie auf der traurigsten eine kleine Melodie auf der traurigsten Violine der Welt. Ungefähr so. Ungefähr so. Die Violine ist sehr, sehr traurig. Weil sie zu dem Gamer spielen muss. Ach man. Das war wirklich nicht gut. Das war... Ich bin froh, dass es... Also eigentlich ist das aber ein Grund, optimistisch zu sein, weil die Spiele danach... Wir haben dieses... Also ich weiß nicht, was direkt danach kommt, aber die letzten von Chiller's Art. Bathhouse. Das mit der Closing Shift. Und jetzt das letzte... Wie hieß es noch gleich? Karaoke. Die waren viel besser. Karaoke nicht ganz so gut wie die davor, muss ich sagen. Also Closing Shift und Bathhouse waren viel besser. Aber generell waren die Spiele, die danach kommen, sehr viel besser als das. Zum Glück. Zum Glück. Sehr gut. Das war Massakas Horrorstory, Alter. Lest keine Briefe. Das hat auch irgendwie gar nichts mit einer Radiostation zu tun, so wirklich, oder? Ich meine, prinzipiell hatte The Karaoke auch nichts mit einer Karaoke zu tun, außer dass es da stattfand. Da lob ich mir The Bathhouse, weil da ging es da irgendwie drum. Aber na gut. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute.